Mein Name ist Josef Grimm, ich bin geboren in Abertham, das ist die Handschuhmetropole, ehemals gewesen im Erzgebirge. Abertham liegt ungefähr 25 Kilometer nördlich von Karlsbad, in etwa 1000 Metern Höhe. Das ist eine Geschichte, die mein Vater 1950 etwa aufgeschrieben und auf ein Tonband aufgenommen hat. Es geht um das Abertamer Fest, ungefähr im Jahr 1910. Das Abertamer Fest, ungefähr im Jahr 1910. Also Kenner, wir wollen heute wieder einmal unser Bilderbuch aufschlagen und ein wenig drinnen blättern. Denn man kommt immer wieder auf neue Seiten von der alten Hamid, die wir noch nicht angesehen haben. Heute möchte ich ein wenig erzählen von der Fester in der Hamid. Denn, wie ihr noch wisst, wenn der Mai gekommen ist, waren in den kommenden Wochen in den meisten Ortschaften der Kehringfester. Da war es Neihammerer, es Bannicher, es Trinkseifner, es Abertamer, es Lichtenstädtner, es Gutsgeber, es Plattner und so weiter. Und jedes Fest war wirklich der höchste Feiertag in der ganzen Gemah und für der Arzgebirgsleid. Denn ihr müsst bedenken, dass es früher recht nudig zugange ist. Und bei vielen Leuten war es der einzige Ausgang im ganzen Chor, wo sie einmal ein bisschen unter der Leit gekommen sei, ein bisschen was gesagt haben und es Vergnügen über den Gartenzaun mitgemacht haben, weil ihr Brieftaschel nicht mitgetan hat. Für euch Elternleute soll es eine Erinnerung sein und für der Junge, na ja, die waren über manchs ein wenig spöttisch lacheln. Aber das schadet nicht, wenn sie es auch wissen, wie armselig und bescheiden unsere Alten gelappt haben und wie dankbar sie für jeder Klangfreiheit waren. Das Fest hat eigentlich in tiefem religiösen Sinn gehabt. Und dann doch, sei alle Angehörige aus der Nachbarschaft und aus der Fremd zusammenkommen und wie selten einmal, war da die ganze Familie wirklich besonnen. Man ist in der Kirche gegangen, hat ein wenig dann durchgefeiert auf seiner bescheidenen Art und noch lang hat man danach davor erzählt. Also ein paar Wochen vorher hat man sich schon drauf gefreut. Fei auch der Alten und hat jeden Abend ein Vater unser gebat, das fei ja nicht ringen sollt. Abertham hat ja noch ein Fest gehabt und da wollten wir ja nicht im Winterrock und im Regenschirm ausrocken. Jeden Kreizer hat man sich zusammengespart, dass man sich was kaufen konnte und dass die armen Kramer auch ein Geschäft machen und im nächsten Jahr wiederkommen. Der Weiber haben gewaschen und geputzt, Vorhangle, Tischdecken, Wandschuhner waren bocksteif vor der Stärke. Und am liebsten hätten sie auch der Feierest noch rausgewaschen, na, dass alles blitzsauber war. Denn es kommt ja der Mom und der Vetter und der Boot und der Cousin Maud, ihr Freier. Wenn sie nur mit allem fertig waren, hat man der Wand reingetragen und hat sich selber noch gründlich angewaschen, der Fußzehennägel ordentlich angeschnitten und der kleine Maud seine Haare mit Zuckerwasser gewaschen, dass sie Kreisele kriegen. Hefenzeich ist gebacken worden und der Becken sei vor der fülligen Bäckerei nah noch rem geschwamelt. Sauerkraut und Schweinefleisch hat man ham getrunken und ein paar Laberwärsch, denn zum Fest muss ja was aufgehen. Im Mittwoch ist der Weinert mit seiner Schaukel gekommen und im Donnerstich der Ludmilla mit der Tanzmaschine. Und der Gonger hatten voll auf zu tun, dass sie jeden Wogen vor der Hart anholen konnten. Im Freitag sei der Standbratter aus dem Feuerwehrheisel rausgetan worden und mit dem Standaufbauer hat man angefangen. Das war ein Geklopp und ein Gekäsch und in jeden hat schon gezwuselt vor lauter Aufregung. In Sonnabend sei schon der ersten Krämer gekommen. Und der Markmaster, was damals der Borchert Kamil und später der Pfobwenzel war, die hatten alle Hände voll zu tun, nach jedem erschien's Platzl anzuweisen. So ist der Sonnabend rangekommen und das Lärm ist losgegangen.
Mit der Krakeleck war schon es Waschtitel gestanden mit seiner Pfarrknocker. Heiße, 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 ein paar heiße. Beim Wolfhausen waren der Honigmanner, die haben in einer Tour oft an grusenweißen Honigbotzen neigepackt. Lecker, lecker Honig, ein Kreizer, lecker, lecker Honig. Uns Kindern ist schon das Wasser im Maul zusammengelaufen, aber tapfer haben wir unseren Appetit verdrückt und waren zufrieden mit dem Aussah. Derweil haben sie hinterm Preisheisel, wo später der Krankenkasse gestanden war, der Leierkasten festgedudelt. Der Schaukelbossen hat ein blauer Summit anziehe auch, mit einem gelben Scherben, und der Schaukel ist nicht hoch suden aufgegangen. Immer wieder sei sie angebremst worden. Der Karbidlampen haben gezischt und auf der Tanzmaschine haben der Gonger geschoben. Ganz tragisch sei sie von deiner Arbeit worden. Aber das hat noch nicht ausgemacht, näher dass sie einmal im Assist mitfahren konnten. Der Gonger Karl haben ihre Kraft auf dem Herkules gemassen und haben oft dann Ding neu getroschen, dass man gedacht hat, es fährt oben aus. Und war ein paar Treffer gerade tot, hat der Bliebel nachgesteckt kriegt. So ist der Trubel bis zum Abend in den Zahn gegangen. Dann ist es still geworden, der Leid sei ham und alles hat sich schon auf den nächsten Morgen gefreit. In Sonntag früh im Fünfe sei schon der anderen Kramer vollends gekommen. So, Kenner, das war es aber damals fest und so ähnlich waren alle anderen Faster in der Arzgebirgsortschaften. Das war Auflahm für die einfachen, anspruchslosen Leid, die es ganze Jahr mit der Not und mit der Sorgen zu tun hatten. Und es alles klingt wie ein Spieltus aus alter Zeit. Lang, lang ist's her, lang ist's her.